Moin Leute und herzlich willkommen beim kleinen, ja wieder Level 1 bis Level 100 von hier, ihr seht schon, hier dem General Atom. Mal wieder auf dem Account von Dominik, der sich auch nochmal vorstellen kann und Hallo sagen kann. Hallo, ich bin Dominik! Yay! Das ist mein Account, oh yeah, läuft bei mir. Yo. Und ich würde sagen, dieses Mal versuchen wir ihn von Level 1 bis Level 100 hochzuhauen. Ne? Und das nächste Mal werden wir dann, werde ich ihn mal antesten. Und ich denke, das wird passen. Und eine Frage, wie viel kostet der gerade im Shop? 1150. Wow, dann kann ich ihn mir auch bald leisten. Ja, morgen nach dem Teamkrieg, wenn wir den gewinnen. Obwohl, sollten wir eigentlich. Ja, eigentlich. Ja, Leute, da es wieder mal nicht lädt, würde ich sagen, machen wir hier wieder einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir nach dem kleinen Cut und wir fangen direkt an, ihn hochzuleveln. So, wir haben ihn schon auf die zweite Stufe gebracht, also schon auf die zweite Form. Und jetzt hat er die Attacke Feldsoldat erlernt. Der wird eine richtige Bestie hier. Und ich finde eigentlich, der ist ziemlich chillig. Also auch, ich finde, ist das nicht. Das ist doch dieser ganz große Typ, ne? Das siehst du gleich. Ich meine, du levelst ihn ja sowieso gleich bis 25, von daher. Ja, aber ich glaube, oder? Nee, das war der mit dem Schild. Egal, ich will nichts Falsches sagen, also vergesst einfach alles, was ich gesagt habe. Das ist zu spät, Max. Na gut. Aber das Geile an General Atom ist ja einfach, dass er im Prinzip genau dasselbe kann wie Auros. Er kann den Schaden zurückwerfen, er hat auch fast unendlich viel Leben. Warte, ich würde sagen, das werden wir mal so wechseln. Und yay, das Internet ist wieder weg. Juhu. Am Arsch. Er heißt einfach Papa. Läuft bei ihm. Das ist das erste, sein Anfangsnamen, den er als kleines Kind hatte. Papa. Eindeutig bester Name. Und ich muss mal wieder einen Cut hier reinsetzen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch wieder nach dem kleinen Cut. Und es ist, glaube ich, nicht dieser Riese, den ich meinte. Ich meinte diesen komischen Typ mit dem Schild. Den fand ich irgendwie... Der ist, glaube ich, größer als die anderen, ne? Meinst du? Oder ist General Atom größer? Egal. Egal. Weiß ich nicht. Auf die Größe achte ich jetzt nicht so. Boah, das kann man falsch verstehen. Ja, und vergiss dann das, was ich gesagt habe. Genau. Oh, egal. Wir hauen ihn jetzt erstmal ein bisschen hoch. Jetzt auf Level 30. Verursacht mittleren Sonderschaden, kann das Ziel nehmen. Da haben wir, fügt allen Gegnern geringen Erdschaden zu, kann alle Ziele nehmen, würde ich denke ich behalten. Du müsstest mir die Namen von den Attacken sagen, dann kann ich dir genau sagen, was ich haben will, was nicht. Also Machtstreitkolben. Ist nur nicht dabei, also mir so gesehen egal, was du damit machst. Ja, aber es ist halt besser als Steinstreitkolben, weil erstens ist es stärker und zweitens lähmt es, hat eine größere Chance zu leben. Also, ja, so passt's. So, jetzt haben wir ihn schon auf Level 30 und ich finde ihn schon eigentlich ziemlich chillig. Ich freue mich auch schon, dass ich ihn mir dann leisten kann. Ja, so nach dem nächsten Teamkrieg sollte dann möglich sein, ne? Dieses Erdarmee-Angriff, willst du das haben? Ja, müsste das sein? Fügt mein Englisch ist Gegnern mittleren Erdschaden zu. Mach erstmal drauf, ich guck nochmal eben nach, weil mein Englisch bei den Attacken, das ist so ein bisschen eingerostet. Okay, es müsste Earth Army oder sowas heißen. Oder irgendwie so. Dann wäre das Earth Offense oder Armor Troops. Aber Armor Troops ist, glaube ich, was mit einem Schild, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Wir haben jetzt Atomstreitkolben. Fügt dem Ziel sehr schweren Sonderschaden zu. Hört sich doch gut an, oder? Hört sich vorerst gut an, ja. Und den Machtstreitkolben wolltest du sowieso nicht, ne? Nö. Gut, dann machen wir das so.
machen wir weiter hier. 41, 42, 43, 44 und Level 45. Machtstreitkolben wollten wir nicht. 46, 47, 48, 49, 50. Halbzeit. Hart wie ein Fels. Verleiht doppeltes Leben. Fall. Okay, willst du Erdoffensive haben? Fügt allen Gegnern geringen Erdschaden zu, kann alle Ziele lähmen. Das ja, behalten. Gepanzerte Truppen verleiht allen Verbündeten ein Schild, der ihr Leben zwei Runden lang verdoppelt. Das auch. Erdarmeeangriff fügt allen Gegnern mittleren Erdschaden zu. Das nicht. Das okay. Kann weg. Dann haben wir jetzt auch vier, denke ich, ganz gute Attacken. Und da müsste er jetzt auch ziemlich... Was war noch das letzte mit... Also Arthurs Streitkolben haben wir. Ja, wie viel Damage? Fast. Oder Prezi und Ausdauer? Also es hat Präzision mittelmäßig, Ausdauer kostet 35 und der Schaden ist bis zu einem... es ist drei Striche lang. Abklingzeit 0? Abklingzeit 0. Gut, dann sind das schon die Attacken, die ich haben will. Den Rest kannst du einfach alles in die Tonne kloppen. Okay, alles weg. Das sind Dommies. Dann sind wir damit schon fertig. Das sind die Sachen, die Dommi haben will, ne? Kann ich nur empfehlen hier. Ja, aber ich werde mir wahrscheinlich noch einen zweiten General Item holen, wenn die Coins dafür früher oder später mal reichen. Und dann noch eine andere Strategie versuchen, aber fürs Erste soll es so sein. Ach ja, Leute, mein zweiter Account ist jetzt auch auf Level 16. Ich bin schon dabei, das Dings aufzubauen, den Zeppelin, den Team Zeppelin. Müsste auch heute noch aufgebaut werden. Und dann werde ich wahrscheinlich morgen dann ein Video machen von meinem Team sozusagen. Und auch wirklich jeder darf rein, also egal wie viel Monster-Power man darf rein. Und ja, wie schon gesagt, ich bin da dann nur mit meinem zweiten Account drin. Wir hatten das ja einmal mit dem Hauptaccount ausprobiert. Aber da haben wir gesagt, dass nur ab einer gewissen Stärke darf man rein. Und das war dann halt für die anderen ein bisschen scheiße. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, nehme ich den zweiten Account und da darf dann jeder rein. Und dann nehme ich mal auf den zweiten Account ein bisschen auf und... Da kann jeder dann mal ein bisschen drin sein, ne? Und ansonsten... Ein bisschen drin sein. Genau. Ansonsten war es das auch mit dem Video. Wir haben schon wieder keine Internetverbindung, läuft bei uns. Und dann würde ich auch sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese sie immer. Falls ihr irgendwie Interessen an Geschichten habt, ich habe einen Zweitkanal, wo wir dann auch Geschichten veröffentlichen oder beziehungsweise noch nicht veröffentlicht haben, aber dort veröffentlicht werden. Also könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen oder auf meinem anderen Gaming-Kanal, wo wir halt alles zocken, was nicht mit Apps zu tun hat. Könnt ihr auch einfach mal vorbeigucken, ne? Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Hallo.